Wir sind diejenigen, die für Frieden sind, die gegen Kriege sind. Und deswegen, ich versuche nicht Krieg frühstücken, sondern Friedensfrühstücken bewusst. Und mich kennt ihr alle, ich bin Bürgerschaftsabgeordneter. Martin Dolzer ist von der Volksinitiative gegen den Rüstungsexport über den Hamburger Hafen. Marco ist von Hamburger Forum. Liebe Freunde, ich glaube, eines hat keiner von uns erwartet, dass der Krieg Krieg von Russland auf Ukraine von uns keinen erwartet wurde, weil wir dachten, es wird so nicht so schnell kommen. Und leider hat Russland mit diesem Krieg begonnen. Dieser Krieg, wie wir alle sagen, ist völkerrechtswidrig. Und wir fordern, dass Russland dieses Krieg beendet, aber gleichzeitig, dass NATO auch mit ihren Ostmanövern aufhört, dass immer mehr Russland isoliert wird, immer mehr NATO-Staaten, die osteuropäischen Länder in NATO-Staaten, in NATO aufgenommen werden und damit auch die russische Interesse mit Füßen getreten werden. Deswegen sagen wir, es muss eine gemeinsame Regelung stattfinden, eine gemeinsame Gespräch in Augenhöhe stattfinden, wo die Sicherheitsinteressen von Ukraine, von Russland, auch von Europa in Vordergrund sein muss. Ansonsten wird dieses Krieg nicht aufhören, weil wenn der US-Imperialismus weiterhin in fast 10.000 Meter Entfernung versucht, seine weltweite Hegemonie durch Kriegen, durch Provokation, durch Umstürze weiter umzusetzen, wird dazu führen, dass wir keine Frieden mehr haben. Daher die Folge kann nicht sein, dass man mit den Nachbarn einen Krieg anfechtet, sondern man muss mit den Nachbarn versuchen, um auch diesen Krieg irgendwie zu beenden. Leider, was Deutschland in den letzten Monaten gemacht hat, auch jetzt mit Waffenlieferungen, das ist kein Beitrag zum Frieden, sondern das ist immer mehr ein Beitrag zur Eskalation, zu dem Krieg, der da stattfindet. Und ist leider Deutschland ein indirekt Teil des Krieges geworden, weil wer Waffen liefert, wer militärisch auch irgendeine Kriegspartei ausbildet, dann ist es Kriegspartei. Und Deutschland muss da zurücktreten und Deutschland muss seine Möglichkeiten nutzen, eine Lösung zwischen Russland und Ukraine zu finden und ein Friedensabkommen abzuschließen. Es gab auch fast ein gemeinsames Abkommen zwischen Ukraine und Russland, nachdem der englische Ministerpräsident hingegangen ist und Druck von USA, wurden diese Friedensabkommen diese Vorschläge mit den Füßen getreten. Es wurde klipp und klar gesagt von England und von USA, dass der Präsident Zelensky keinen Friedensabkommen abschließen soll. Und das hat zur Folge, dass dieses Krieg leider noch weitergeht. Und noch weitergeht, weil da ist eine imperialistische Interesse, dass dieses Krieg weitergeht. Wenn tatsächlich eine Interesse wäre, dann würde man alles dafür tun, dass es Frieden kommt. Und mich wundert, dass die Grünen sich den Arsch aufreißen, tagtäglich schreien, und damit die Ukraine noch mehr Waffen bekommt. Ich meine, mehr Waffen haben nie Frieden gebracht, sondern mehr Waffen haben immer mehr Krieg gebracht. Und dass mehr Waffen nach Ukraine gebracht werden oder ukrainische Soldaten hier ausgebildet werden, wird nur dazu führen, dass der Krieg fortgesetzt wird. Und da wird weder den Ukrainern geholfen oder noch den Russinnen geholfen, noch den Europäern geholfen. Am Ende sind wir alle die Leidtragenden dieses Krieges. Mir persönlich geht es so, wie Ihnen wahrscheinlich auch, dass es einfach erschütternd ist und einfach schrecklich, dass wir Deutsche, wir Europäer, wir Menschen auf der Welt aus dieser Kriegslogik einfach nicht herauskommen. Es werden immer wieder Kriege vom Zaun gebrochen. Die unschuldigen Menschen, auch Soldaten, das muss man ja auch mal dazu sagen, wenn ich mir die Berichterstattung anhöre, dann wird immer von zivilen Opfern gesprochen, aber die Soldaten, die sterben, die scheinbar niemanden mehr zu stören. Aber es sind eben auch sehr viele Soldaten, die sterben. Die Politik der NATO sehr erfolgreich ist. Ne? Also die Aufrüstung findet immer weiter statt und wird forciert gegen den vermeintlichen
Gegner. Jetzt ist es Russland. Also wahrscheinlich war Ihnen das vorher auch soweit bewusst oder einigen, dass auch aus verschiedenen Denkfabriken oder auch von Seiten der USA wurde ja offen kommuniziert, dass das Ziel sei, ein Keil zwischen Russland und Europa zu treiben. Na, also das ist die größte Angst der US-Amerikaner ist gewesen, dass Russland und Deutschland oder Europa zusammen eine Wirtschaftsgemeinschaft haben, wo im Prinzip Europa und Russland voneinander so stark profitieren, dass sie die USA immer weiter abhängen. Denn tatsächlich ist es ja so, dass das Handelsvolumen, das Europa mit Asien hat, mittlerweile das, was Europa mit den USA hat, übersteigt. Und die USA ist im Prinzip eine Militärmacht und eine Macht auf dem Finanzmarkt. Aber was den Handel angeht, fallen sie immer weiter ab. Und es ist einfach so, wir haben jetzt das asiatische Jahrhundert steht sozusagen bevor. Asien entwickelt sich immer weiter. Wahrscheinlich haben Sie es auch gehört, dass diese Kaufkraftparität, also sprich das währungsbereinigte, hört sich jetzt ein bisschen sehr fachlich an, währungsbereinigte Bruttoinlandsprodukt, die Kaufkraftparität, da hat China die USA schon überholt. An zweiter Stelle ist die USA und an dritter Stelle kommt schon Indien. Wieder ein sehr bevölkerungsreiches Land in Asien und der asiatische Kontinent hat im Prinzip, insbesondere China natürlich, setzt das um, wodurch die westliche Welt die ganzen Jahrzehnte davor erfolgreich gewesen ist. Ein Kapitalismus, verschiedenen anderen Bereichen haben sie auch gelernt und dadurch haben sie ein sehr großes wirtschaftliches Wachstum, vernetzen sich sehr gut und das ist sozusagen den USA ein Dorn im Auge. Diese Belt and Road Initiative ins Leben gerufen, das ist diese neue Seidenstraße. Ziel des Ganzen ist, den asiatischen Kontinent mit dem europäischen und dem afrikanischen strukturschwache Region zu fördern und neue Märkte zu erschließen. Afrika ist ein sehr rohstoffreicher Kontinent. Die Rohstoffe, wie auch asiatische Rohstoffe und so weiter, sollen in diesen Wirtschaftskreislauf kommen. Und das ist für die USA natürlich eine Entwicklung, oder was heißt natürlich, diese Entwicklung wollen sie nicht hinnehmen. Die USA möchte die einzige unbestrittene Weltmacht sein und das möchte sie mit ihren militärischen Mitteln auch durchsetzen und das über das Instrument der NATO. Und das ist das, was wir sehen, dass die NATO bis an die russische Grenze rangerückt ist. Russland war sozusagen jetzt der erste Gegner, der über einen Stellvertreterkrieg in der Ukraine bekämpft wird. Mit unserer Volksinitiative sind wir jetzt in die zweite Stufe gegangen. Das heißt, wir haben angemeldet, dass wir im September 65.000 Unterschriften sammeln wollen in 3 Wochen. Mal gucken, ob der Senat noch beim Verfassungsgericht interveniert, wie er das im Wirtschaftsausschuss, wo wir unser Anliegen vorgetragen haben nach der ersten Phase, gesagt hat. Da haben sie gesagt, das ist klar, verfassungswidrig ist alles Bundessache, die Rüstungsexporte über den Hafen zu unterbinden. Das ist natürlich Unfug, wir wissen das, weil wir haben rechtliche Gutachten eingeholt. Es ist nicht Bundessache, wenn man es politisch will, kann man auf Landesebene regeln, Rüstungsexporte zu verbieten über den Hamburger Hafen. Und genau dafür wirken wir. Da lade ich euch natürlich auch ein, sollten wir durchgelassen werden. Im September müssen wir eine Riesenkraftanstrengung alle aufbringen und diese 65.000 Unterschriften sammeln. Ich denke, wir kriegen das hin, wenn sie uns durchlassen. Bis jetzt denken wir es nicht. Vielleicht kommt jetzt ein taktischer Umschwung, weil aufgrund dessen, was für Propaganda gemacht wird im Rahmen des Ukraine-Kriegs, der Senat vielleicht hofft, dass wir gar nicht so viele Menschen finden, die unser Anliegen unterstützen. Und da möchte ich noch mal den einen oder anderen Punkt von dir vertiefen oder auch den Konflikt von hinten einmal denken. Wenn wir uns jetzt den Krieg in der Ukraine angucken, es gibt mehrere Punkte. Wir sind in einer Weltwirtschaftskrise, seit 2008 schleichend, seit 2018, 2019 intensiv.
Und zwar nicht eine kleine Krise, die finden so alle paar Jährchen mal statt, alle 10 Jahre ungefähr. Und dann haben wir große Krisen, die finden alle 30 Jahre um und bei 40 Jahre statt. Die erste große Krise in der kapitalistisch organisierten Welt war kurz vor dem Ersten Weltkrieg, eine Weltwirtschaftskrise. Erster Weltkrieg folgte daraus. Zweite Krise kurz vor dem Zweiten Weltkrieg, Zusammenbruch der Börsen, Zweiter Weltkrieg. Dritte Krise, 70er Jahre, Ölkrise, neoliberale Umstrukturierung der Welt. Vierte Krise seit 2008, jetzt 2019, Folge Corona wird durch, als Sau durch die Lande getrieben. Corona gab es, müssen wir gar nicht leugnen, aber es wird als Sau durch die Lande getrieben, um entsprechend Umverteilung, Monopolisierungsbewegungen im Kapital möglich zu machen. Lufthansa hat das Doppelte seines eigentlichen Wertes bekommen an Subventionierung. Das haben sie sehr gut gemacht. Das große Kapital hat sehr, sehr viel Kohle bekommen. Die kleinen Gastronomiebetriebe, mittelständische Betriebe sind am Arsch. Die kriegen nichts von diesem Geld ab. Das sind Monopolisierungsbewegungen, schon wie in den 70er Jahren, als eine Möglichkeit, eine große Krise abzufedern. Man nennt das volkswirtschaftlich Kapitalbereinigung. Dazu brauchst du eine Monopolisierung oder eine totale Zerstörung. Und die Szenarien, die die unterschiedlichen Kreise innerhalb des Kapitals der Herrschenden weltweit auch denken, gehen dann eben auch in Form eines großen Krieges, weil der macht eine schöne Kapitalbereinigung. Danach kannst du alles wieder aufbauen und bist die große Krise danach auch los. Und in diesem Rahmen sind wir gerade konfrontiert damit, dass wir die USA haben als eine Kraft, die zudem noch, das hat Marco ja schon beschrieben, die haben eine Hegemoniekrise. Die USA war lange die zentrale herrschende Weltmacht, auch die wirtschaftlich herrschende Weltmacht, nicht nur die militärische. Das Wirtschaftliche haben sie verloren. Die BRICS-Staaten, Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika, haben schon ein weit größeres wirtschaftliches Volumen mittlerweile als die USA und zentrale NATO-Staaten. Und die USA sind in einer Situation, wo für sie das klar ist, wollen wir die Hegemonie behalten, müssen wir China angehen. Und weil China ist die stärkste Macht da drin und bedingt über China eben auch Russland. Und jetzt ist die Frage, warum macht Deutschland da mit? Was ist das deutsche Interesse? Wir haben natürlich unterschiedliche Fraktionierungen in Deutschland. Einerseits haben wir transatlantische Interessengruppen wie Frau Baerbock und Herr Habeck und andere, die ganz klar eine transatlantische Linie fahren, Lindner auch. Scholz ist so dazwischen, weil in der SPD gibt es einerseits diejenigen, die diesen eurasischen Wirtschaftsraum sehr stark als ihr Favorite-Modell, also ihr favorisiertes Modell sehen. Andererseits haben wir auch einen transatlantischen Flügel in der SPD. Deshalb hat Scholz auch eher noch so ein bisschen gebremst, immer diese super Aufrüstungsspiralen. Scholz hat sich auch nicht mit dem Helm an die Grenze gestellt, wie Frau Baerbock. Unser Interesse hier, der Menschen hier, auch in den USA ist auch Frieden, aber unser Interesse hier ist das Interesse, dass wir als Menschen sicher leben und dass wir, wie Mehmet das so schön gesagt hat, mit unserem Nachbarn in Frieden leben und kooperieren. Dass wir eine Wirtschaft haben, die nicht zerstört wird, sondern eine Wirtschaft, die im Sinne der eigenen Bevölkerung floriert. Weil natürlich ist eine Bevölkerung auch von der Wirtschaft abhängig. Und ein Interesse in Europa ist natürlich auch ein friedliches Zusammenleben der Bevölkerung in Europa und nicht ein Krieg, ein riesengroßer Krieg in Europa. Und die Befürchtung, dass dieser Krieg sich ausweiten könnte, ist ja nicht einfach aus der Luft gegriffen, sondern wenn der sich ausweitet, dann weitet er sich als erstes vielleicht auf die baltischen Staaten aus, glaube ich eher nicht, sondern der weitet sich dann gegen Zentraleuropa aus.